Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Und zwar haben wir heute mal wieder Otto.de mit einem Megapod Gaming PC. Hier stehen nur die technischen Daten für 1399 Euro. Es wird sich öfter mal gewünscht, dass ich PCs von Otto zeige, weil scheinbar Erwachsene immer bei Otto kaufen. Ich weiß nicht warum. Sagen wir jetzt mal, da sind Jugendliche im Alter von 10 bis 14, 15 Jahren. Die sagen dann immer, die wollen PC. Und die Eltern sagen dann meistens, ja, guck bei Otto. Oder guck bei Saturn. Ich verstehe es bis heute nicht. Guck bei Dubaro, guck bei Argando, guck von mir aus bei MIFCOM. Aber Otto, naja. Ihr werdet es ja gleich noch sehen. So schlecht ist der jetzt hier nicht. Aber wir kommen jetzt auch gleich dazu. An dieser Stelle noch ein kleiner Shoutout an meinen Partner CDK Deals. CDK Deals ist eine Plattform, die offizielle Microsoft Keys, Game Keys für Steam, Origin, Uplay und Xbox Prepaid Karten anbietet. Nehmen wir in diesem Beispiel einen Windows 10 Professional OEM Key, legen ihn in den Warenkorb und bestellen diesen mit meinem Rabattcode PCHK, um 25% Rabatt zu erhalten. In diesem Fall bekommt ihr Windows für unschlagbare 13,57 €. Den Key findet ihr dann in eurem Benutzerkonto und bekommt ihn ebenfalls per Mail zugeschickt. Öffnet dann eure Windows-Einstellungen, navigiert auf der linken Seite zur Aktivierung, tragt den Key ein und schon habt ihr ein offiziell lizenziertes Windows. Wie ihr seht, funktioniert dieser Schlüssel bei meinem eigenen PC einwandfrei. Solltet ihr Probleme haben, bietet CDK Deals eine 30-Tage-Geld-Zurück-Garantie. Wer sich wundert, warum die Videos jetzt so tröpfelweise kommen, wir sind ein bisschen im Umzugsstress, wir haben auch noch viel zu tun in der Wohnung. Deswegen kommen jetzt nicht 2 bis 3 Videos die Woche, sondern meistens 1 bis 2. Ich versuche mich aber irgendwie ranzuhalten, habt da bitte Verständnis für. Zu dem Bild sei gesagt, es ist kein sonderlicher Fake, es wird auch unten im Text nochmal darauf hingewiesen, dass es nur ein Beispielbild ist. Das vorne mit den Lüftern stimmt natürlich, der hintere Lüfter stimmt auch. Hier ist jetzt auch kein beleuchteter RAM drin oder ähnliches oder der Prozessorkühler ist auch nicht beleuchtet, also die verarschen euch da jetzt nicht, auf gut Deutsch gesagt. Aber wir wollten es mal angesprochen haben. Zu den technischen Daten, hier haben wir das Betriebssystem Windows 10 Home. Ja, warum sie jetzt Home genommen haben, weiß ich nicht. Es macht für euch jetzt nicht den großen Unterschied. Es ist natürlich 64-Bit. Es werden wohl auch alle Treiber installiert, soweit ich das gesehen habe. Ich hoffe, die packen euch das System nicht mit irgendwelcher Bloatware voll, sprich Virenscanner für 30 Tage kostenlos, Office-Paket für 30 Tage kostenlos. Das ist nämlich immer ein bisschen blöd, das alles runterzuschmeißen. Für uns als Endkunden kostet Home und Professional ungefähr dasselbe. Was die als Systemintegratoren natürlich einkaufen, weiß ich nicht, wie da die Preise sich unterscheiden. Hier haben wir auf jeden Fall die Home-Version anstatt die Professional. Die kostet 26,94 € bei MySoftware. Als Prozessor haben wir den AMD Ryzen 7 3700X, 8x4,4 GHz im Turbo-Modus. Ist auch ein schöner, grundsolider Prozessor. Wir haben jetzt die Box-Variante genommen, weil hier auch der Box-Lüfter mit dabei ist. Ich weiß nämlich nicht, welchen Lüfter sie verbauen. Wenn es der Box ist, ist das ganz in Ordnung. Ich hatte den auch mal eine Zeit lang. Hat eine schöne Beleuchtung, könnt ihr auch teilweise selber einstellen. Wird natürlich ein bisschen laut. Je wärmer der Prozessor wird, desto lauter werden die Dinger. Deswegen würde ich da eher zu einem Be Quiet raten. Aber hier in dem System kann man sowieso nichts ändern. Deswegen müssen wir damit erstmal klarkommen. Der Prozessor hat eine TDP von 65 Watt, was auch nicht sehr viel ist. Und der Speichercontroller ist 3200 MHz, wie bei fast allen Ryzen Prozessoren. Ihr könnt den auch mit 3600 MHz betreiben. Ich sage es immer wieder, ich weiß, einigen Leuten hängt es zu den Ohren raus. Aber es gibt Leute, die sehen mein Video das erste Mal, deswegen spreche ich es einfach immer wieder an. Es tut mir leid an alle die meine Videos kennen. Ist ein grundsolider Prozessor, könnt ihr auch gut mit streamen. Kommt immer so ein bisschen aufs Spiel an. Wenn das jetzt ein sehr prozessorlastiges Spiel ist, würde ich euch raten, über die Grafikkarte zu rendern. Ansonsten, der ist natürlich auch wesentlich besser als ein Ryzen 3600. Der hat auch 2 Kerne mehr, der hier vorne, den ihr gerade seht. Deswegen könnt ihr da auch eigentlich ganz gut mit arbeiten. Kostet 239 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard haben wir ein ganz interessantes Gigabyte A520 Aorus Elite. Ich wusste nicht, dass es das Aorus Elite als A520 Chipsatz gibt. Hier haben wir es auch schon. Hat eine sehr schöne I/O-Blende, gefällt mir sehr gut. Gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke, das sprich, ihr könnt später noch erweitern. Zu dem Thema kommen wir gleich noch. Die kamen nämlich auf die tolle Idee, nur einen RAM-Riegel zu verbauen. Warum auch immer, aber ihr könnt es auf jeden Fall erweitern. Hier kommt eine M.2 SSD rein, hier natürlich die Grafikkarte. Den Slot haben die wahrscheinlich schon belegt mit der WLAN-Karte, es sei denn, die haben einen der unteren genommen, weil der hier verdeckt wird von den Lüftern der Grafikkarte. Dann könnt ihr natürlich noch erweitern, USB-Erweiterungskarte, Capture-Karte, ihr kennt das Späßchen ja. Von der I/O-Blende her haben wir 5.1 Sound mit Toslink, USB 3.1 einmal, dreimal USB 3.0, viermal USB 2.0, Netzwerkanschluss, HDMI, DVI bitte nicht benutzen. Ihr solltet wissen, dass wenn ihr den PC nach Hause bekommt, dass ihr euren Monitor bitte an die Grafikkarte anschließt. Es gibt immer wieder die Frage, ich kriege kein Bild, ich kriege kein Bild. Ja, wenn ihr natürlich so einen Slot hier benutzt und der Prozessor hat keine eingebaute Grafikeinheit, kriegt ihr kein Bild. Und selbst wenn ihr einen Prozessor hättet mit eingebauter Grafikeinheit, hättet ihr das Problem, dass ihr gar nicht die Leistung kriegt in den Spielen, die ihr eigentlich haben wollt. Weil die Grafikkarte natürlich nichts zu tun hat. Die bringt die Leistung jetzt nicht auf diesen Anschluss. Also bitte immer an der Grafikkarte anschließen.
Hier haben wir noch einen PS2-Anschluss, den werdet ihr wahrscheinlich auch nicht benutzen. Alles in allem grundsolides Board. Ich hätte mir noch einen zweiten M.2-Slot gewünscht, aber sonst ist es ganz in Ordnung. Auf dem Board könnt ihr hinterher sogar noch den Ryzen 5000 betreiben, also 5600, 5700, 5800, was es da alles so gibt. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Es ist einfach so, A520 ist zwischen B450 und B550. Es ist sozusagen ein B550-Board ohne PCI Express 4.0. Hier haben wir auch nochmal schön die Übersicht. B450 zum Beispiel kann die Ryzen 5000 da auch fressen, sobald ihr den BIOS-Update macht. Bei dem A520, das kann es von Grund auf. Sprich, ihr braucht kein BIOS-Update mehr zu machen, wer sich das nicht zutraut. Also schon mal gut. B550 hätte wie gesagt PCI Express 4.0, aber ihr habt sowieso keine SSD darin verbaut, die dieses PCI Express 4.0 überhaupt ausreizen würde. Das sind so die SSDs, die zwischen 5500 MB die Sekunde und 7000 MB die Sekunde lesen und schreiben können. Das ist bei euch nicht der Fall. Finde ich aber ganz gut, dass sie kein B450 genommen haben. Das hätten sie nämlich machen können, weil die eigentlich so für die 3000er Reihe ausgelegt sind. Das ist schon in Ordnung. Das packen wir für 60,51 € über ProShop in den Warenkorb. Ist auch sehr günstig, sehe ich gerade. Ich sag ja, die sind sehr selten und die werden auch nicht so oft verbaut. Ist auch das erste Mal, dass ich das in so einem System lese, tatsächlich. Als WLAN haben wir eine WLAN-Highspeed-Karte Typ 802.11 BGN für kabellose Internetverbindung. Ja, BGN ist ein sehr alter Standard, würde ich mal so behaupten, weil ihr habt hier zum Beispiel G und N, die erreichen so 600 Mbit in der Sekunde. Es kommt natürlich immer darauf an, wie die Gegebenheiten sind, wie weit ist der Router weg, wie viele Wände sind dazwischen. Von der Geschwindigkeit zum Zocken reicht es natürlich, aber wenn ihr jetzt Lags bekommt, weil jetzt zwei Wände dazwischen sind, beziehungsweise auch einen hohen Ping, würde ich eher zu WLAN 5, also Wi-Fi 5, das ist dann AC, oder Wi-Fi 6 AX tendieren, wenn euer Router das kann. Hier ist es leider nur, wie gesagt, eine veraltete Karte. Den Artikel werde ich euch auch verlinken unten in der Videobeschreibung, wer sich das noch weiter durchlesen möchte. Wie gesagt, sie reicht erstmal aus, aber ich hätte mir wirklich schon AC gewünscht, mindestens. Die Karte kostet 9,34 € bei Digitalo und packen wir so in den Warenkorb. Arbeitsspeicher sind 16 GB DDR4 RAM 3000 MHz. Ja, das ist jetzt so eine Sache, wir wissen jetzt nicht, welcher Hersteller es ist. Die lassen sich das so ein bisschen offen, je nachdem, was sie gerade geliefert kriegen. 3000 MHz ist schon ein bisschen wenig, weil der Prozessor mit 3200 auch angegeben ist, dass er das kann. Ihr könnt ihn, wie gesagt, auch auf 3600 betreiben. Das macht schon einen gewissen Unterschied, 3000 zu 3600 MHz. Ihr werdet es jetzt beim Zocken nicht sonderlich merken. Ich finde es nur schade, dass sie nicht zumindest einen 3200er genommen haben. Und das Problem, was jetzt kommt, ist einfach nur die Tatsache, das habe ich nämlich bei Amazon, bei deren PCs auch gelesen, die verbauen grundsätzlich wohl einen Riegel, zumindest in dieser Preisklasse. Ihr habt somit keinen Dual-Channel und das wirkt sich wirklich krass aus. Wenn ihr einen Single-Channel habt, kann es sein, dass ihr in einigen Spielen, sagen wir mal, ihr habt in einem Spiel 140 FPS, um die 20 bis 30 FPS weniger habt. Tatsächlich, es ist wirklich hart. Wenn ihr diesen PC wirklich kaufen solltet, dann tut euch selbst einen Gefallen, schaut rein, was für ein RAM das ist und kauft genau diesen RAM nochmal nach oder kauft direkt ein neues Kit. Auf jeden Fall müssen es zwei Stück sein. Idealerweise bitte auch dann, wenn hier jetzt 16 GB drin sind, nochmal ein 16 GB, was weiß ich, Aegis, Vengeance, was auch immer da drin ist. Ich kann es euch wie gesagt leider nicht sagen, es steht nicht dabei. Dann habt ihr auch Dual-Channel und habt leistungstechnisch erstmal nicht so große Probleme, als wenn ihr nur einen Riegel drin hättet. Kostet 58,17 € bei Mindfactory. Als Grafikkarte haben wir eine Nvidia GeForce RTX 3060 12 GB GDDR6. Ich glaube nicht, dass sie das Referenzdesign nehmen. Ich weiß auch gar nicht, ob es von der 3060 ein Referenzdesign gibt. Wird irgendein Custom-Design sein, deswegen haben wir jetzt auch freie Hand. Nehmen wir in dem Fall einfach die Zotac GeForce RTX 3060 Twin Edge LHR. Das sind die, die schon ein bisschen limitiert sind fürs Mining. Deswegen werden die jetzt auch ein bisschen günstiger, in Anführungsstrichen. 600 € ist immer noch viel zu viel für so eine Grafikkarte, ganz klare Sache. Aber in dem Preisbereich ganz okay. Eine 3060 Ti hätte es auch sein können von mir aus. Aber da möchte ich jetzt erstmal nicht meckern. Hat immerhin 12 GB VRAM, das ist ganz okay, für die aktuellsten Spiele völlig ausreichend. Ihr könnt jetzt natürlich nicht hergehen und zum Beispiel Cyberpunk auf Ultra drehen, auf 144 Hz und WQHD, das wird diese Karte nicht schaffen. Aber für alle anderen Spiele, sagen wir jetzt mal Valorant, Counter-Strike, Overwatch, was halt so aktuell im Markt ist, reicht die natürlich locker aus. Kostet 599 bei Arcom PC. Dann hätten wir noch als Festplatte eine 1 TB M.2 High Performance SSD. Ich hoffe einfach mal, sie haben wirklich eine NVMe genommen, keine SATA. Das ist nämlich so eine Sache. SATA schafft nämlich nur 500 MB die Sekunde lesen und schreiben, so um den Dreh, Pi mal Daumen. Ich denke aber, sie werden sowas wie die Crucial P1 genommen haben, lesen 2000 MB die Sekunde, schreiben 1700 MB. Kann auch eine Kingston NV1 oder ähnliches gewesen sein. Das steht leider, wie gesagt, nicht dabei.
1 Terabyte in so einem System erstmal ausreichend, könnt später noch erweitern mit HDDs, mit SSDs, wie ihr wollt. Nur keine M.2 mehr. Das Board frisst keine zweite M.2 mehr. Da müsst ihr dann auf 2,5 Zoll SSDs umsteigen. Oder ihr kauft euch zum Beispiel einen Adapter für PCI Express, da könnt ihr dann auch noch eine verbauen, wenn ihr möchtet. Deswegen sage ich immer, ganz wichtig, dass Boards erweiterbar sind, und ich bin auch froh, dass die hier ein Mainboard genommen haben, was dem ATX-Standard folgt und nicht Micro-ATX oder noch was Kleineres, ne? Also, das ist schon okay. Kostet 104,39 Euro bei Amazon. Gehäuse, Megaport Hunter RGB-Gehäuse mit 120 mm Lüftern mit einstellbarer bunten RGB-Beleuchtung. Ja, da bei dem Gehäuse natürlich jetzt 4 Lüfter zu sehen sind, hoffe ich auch, dass es 4 Stück sind. Und ich habe als Vergleich einfach mal das Shakun TG5 Glasfenster Lüfter LED blau genommen. Das hat nämlich auch vorne 3 Stück, die sind nicht RGB, die sind blau beleuchtet. Und auch einen hinten, rechne von mir aus noch 20 Euro drauf für RGB-Lüfter. Aber es ist ein ähnliches Gehäuse, ich kann es auch nicht genau beziffern bei Megaport, weil das so eine Eigenproduktion ist, umgelabelt. Ich habe das Original leider nicht gefunden. Wir nehmen das jetzt als Referenz. Das kostet 49,96 Euro bei Mindfactory. Laufwerk ohne Laufwerk, klar, das ist natürlich dem Gehäuse geschuldet. Netzteil 600 Watt im Enermax Max Pro. Ja, ihr kennt mich ja, ich sage ja meistens immer BeQuiet oder Seasonic oder Corsair von mir aus in der Richtung. Bloß kein Gigabyte. Lasst einfach die Finger davon, vertraut mir, kein Gigabyte. Enermax habe ich selber im System, ich habe aber einen Revobron. Die Max Pro Reihe kenne ich jetzt leider so nicht, ist aber 80 plus zertifiziert, also hat auch 3 Jahre Herstellergarantie, deswegen so schlecht kann es nicht sein. Ist natürlich nicht modular, ich weiß auch nicht, wie laut es wird. Da müsste man sich echt mal schlau machen, irgendwie bei YouTube sich ein paar Testergebnisse noch reinziehen. Das Problem ist einfach, das Max Pro selbst habe ich auch schon nicht gefunden. Deswegen ist es schwer, darüber irgendwas herauszufinden. Deswegen nehmen wir jetzt das Max Pro 2. Hat auch 600 Watt, kostet 47,39 Euro bei csvdirekt.de. Hier steht es auch nochmal, Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses. Bitte Ausstattungsdetails beachten. Ja gut, wie gesagt, bei dem Bild haben sie jetzt nicht übertrieben. Und selbst da ist nur ein RAM-Riegel drin. Der Knaller. Und noch eine kurze Info zum Netzteil, bevor ich das jetzt hier vergesse. Das haben wir mal jetzt zusammengestellt, was das System ungefähr verbrauchen wird unter Volllast. Da sind wir auf 334 Watt gekommen, mit ein bisschen Puffer 384 Watt. Die haben ein 600 Watt verbaut, das ist also völlig in Ordnung. Die Netzteile sind am effizientesten, wenn sie so zwischen 50% und 60% laufen. Sobald es niedriger oder höher ist, sind sie nicht mehr so effizient, sprich Strom sparen, Umweltschutz, auch was die Leistung angeht des Netzteils. Die empfehlen hier 400 bis 450 Watt, wir haben 600 Watt, das ist völlig okay. Und dann wären wir auch schon mal im Ergebnis. Hier hätten wir die SSD, da wo wir auch nicht wissen, welche es genau ist. Den Prozessor, beim RAM wissen wir auch leider nicht genau, welcher es ist. Ich habe jetzt einfach mal den Aegis genommen. Die Grafikkarte, das Mainboard, die WLAN-Karte, das Gehäuse, das Netzteil und Windows. Und da kommen wir auf den Gesamtpreis von 1.194,70 Euro, das System soll kosten 1.399 Euro. Sprich, die nehmen jetzt, wir haben ja nicht genau die Komponenten, nehmen jetzt um die 200 Euro. Versandkosten kommen auch noch oben drauf. Ja, das ist schon sehr, also sehr viel vielleicht nicht, aber es ist schon viel. Ihr müsst immer in Relation sehen, Mindfactory zum Beispiel bietet euch das für 150 Euro an, das Zusammenbauen. Sprich, wenn ihr diese Komponenten jetzt alle bei Mindfactory finden würdet, könnt ihr es für 150 Euro dort zusammenbauen lassen und hättet sozusagen 50 Euro gespart, wenn man so will. Es ist jetzt nicht die Mega-Abzocke, ich habe schon viel, viel schlimmere Systeme gesehen. Aber wir kommen jetzt nochmal zu einer Alternative, weil das wird sich auch öfters gewünscht. Und gehen wir jetzt wirklich mal davon aus, ihr findet die Komponenten bei Mindfactory, da habe ich noch ein paar verändert. Wir nehmen einfach mal so grundsätzlich dieses System, verändern ein paar Sachen, was ich jetzt so machen würde. Das gefällt natürlich nicht jedem. Wer noch andere Vorschläge hat, bitte in die Kommentare schreiben und bitte vernünftig schreiben. Sobald sowas kommt wie, du hast keine Ahnung und mach doch dies und mach doch das, ist blöd. Kritik immer erwünscht, aber bitte vernünftig. Was die Grafikkarte angeht, wissen wir zumindest, was wir bekommen. Und zwar habe ich hier eine GeForce RTX 3060 X Einklick OC PCI Express bla 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 von KFA2 genommen. Die könnt ihr auch noch ein bisschen übertakten mit Einklick OC, das wird mit der Software gemacht. Der Prozessor ist der gleiche und zwar mit Lüfter, und da wissen wir auch, dass wir den RGB-Lüfter kriegen von AMD. Bei dem Mainboard, da wird schon interessanter, und zwar haben wir hier das Gigabyte B550 Aorus Elite AX V2. Das AX, ihr seht schon kommen, ist WLAN, Wi-Fi 6 AX. AC kann es natürlich auch und es hat Bluetooth. Ich habe es hier auch nochmal in der größeren Ansicht. Ihr habt einige Vorteile. Ich finde die I/O-Blende ja auch schön, auch gekühlte Spannungswandler, ja, auch 4 RAM-Bänke. Aber jetzt habt ihr hier einen M.2-Slot, den habt ihr bei anderen Board natürlich auch. Hier ist aber ein zweiter. Sprich, wollt ihr den Speicher erweitern, könnt ihr noch eine zweite M.2 einbauen. Dazu hat das Board eingebaut schon die Anschlüsse für 2 Antennen. Die Antennen liegen natürlich dabei. Sprich, ihr habt WLAN und Bluetooth. Dazu bekommt ihr zweimal USB 2.0, zweimal USB 3.1, hier steht 3.2 drüber, vergesst das, das macht der Hersteller für sich aus, das ist 3.1. Hier haben wir 3.0 dreimal, Netzwerkanschluss und auch 7.1 mit Toslink.
Ich habe von diesem Mainboard die X570-Variante, ich bin damit auch sehr zufrieden. Die B550 kann also nicht so viel schlechter sein. Also haben wir das auch im Warenkorb. Bei dem Gehäuse habt ihr natürlich freie Wahl. Ich habe jetzt ein Intertech W3 RGB mit Sichtfenster genommen. Das hat auch vorne die drei Lüfter. Ich habe auch hinterher noch einen kleinen Lüfter hier im Warenkorb mit dazugefügt, dass die den hinten einbauen können, dass wir auch wirklich auf vier Lüfter kommen und auch den Airflow gegeben haben. Ihr habt natürlich, wie gesagt, freie Wahl. Das passt jetzt mit 50 Euro sehr gut in den Preis hinein. In dem Fall wissen wir auch, was wir bekommen. Es ist eine 1TB Kingston NV1. Sie hat auch ungefähr die Lese- und Schreibraten wie die Crucial P1, die wir eben bei Geizhals gesehen haben. Die haben sie bei Mindfactory aber gerade nicht lagern, deswegen habe ich die Kingston genommen. Ist aber hoch wie breit, völlig egal. Hier haben wir jetzt 3200 MHz RAM. Ihr könnt auch 3600er nehmen, es ist auf jeden Fall schon mal mehr, als was bei diesem Stock-System drin war. Und ihr habt Dual-Channel, ganz wichtig. Und Corsair, ihr wisst sofort, was ihr bekommt. Das ist der Vorteil dabei. Und wie gesagt, Dual-Channel, da geht ihr euch, wie gesagt, auch eine Menge Leistung flöten. Sonst, wenn ihr nur einen RAM-Speicher habt. Als Netzteil dachte ich ja schon eben, ich bin so ein bisschen Richtung Be Quiet und Seasonic. Wir haben jetzt in dem Fall 700 Watt anstatt 600 Watt und zwar von Be Quiet. Das ist nämlich auch voll modular, sprich ihr habt nicht irgendwelche Kabel im Gehäuse rumfliegen, die ihr nicht braucht. Ihr steckt nur die an, die ihr braucht. Und es ist noch 80 plus Gold. Das andere hat er, glaube ich, auch mit 86%. Das dürfte der Goldstandard sein. Ja, aber ich finde die Netzteile einfach besser. Sie laufen auch deutlich leiser. Ich kenne die Enermax-Netzteile ja, die sind jetzt nicht übelst laut, aber sie sind schon lauter als Be Quiet. Und wie eben schon angesprochen, auch 100 Watt mehr. Ich erinnere euch nochmal, ihr kommt mit Puffer auf 384 Watt, mal 2 seid ihr so bummelig bei diesen 700. Da läuft es am effizientesten. Und hier der angesprochene Lüfter, da könnt ihr auch nehmen, was ihr möchtet. Das ist einfach nur ein Lüfter für die Rückseite, dass der Airflow gegeben ist. Und bei dem Warenkorb müsst ihr jetzt natürlich noch Windows mit dazu rechnen. Den bekommt ihr zum Beispiel bei meinem Partner CDK Deals für 14 Euro mit meinem Rabattcode, der unten in der Beschreibung steht. Dann seid ihr bei ungefähr mit diesem Warenkorb 1310 plus die 14 Euro für Windows plus 150 Euro fürs Zusammenbauen 1470 Euro. Sage ich jetzt mal so Pi mal Daumen mit Versand und diesem ganzen Schnickschnack. Da habt ihr also 70 Euro mehr ausgegeben, habt aber ein deutlich besseres System. Vor allen Dingen eben der RGB-Lüfter vom Prozessor, das bessere Mainboard mit PCI Express 4.0 und WLAN AX und Bluetooth. Dazu noch den Dual-Channel-RAM und das bessere Netzteil. Also ich würde mir wirklich überlegen, ob ich dann nicht wirklich diesen Warenkorb nehme, bei Mindfactory zusammenbauen lasse und diese 70 Euro noch investiere oder ob ich mir wirklich dieses Stock-System hole. Alles in allem ist der PC jetzt nicht sonderlich schlecht. Ich habe deutlich schlimmere gesehen. Der große Manko hierbei ist halt, dass der RAM nur Single-DIMM ist. Kauft euch einen zweiten dabei. Wie gesagt, selbe Marke, selbe Taktung, ganz wichtig. Steckt ihr noch mit aufs Board und dann seid ihr erstmal good to go. Da könnt ihr jetzt erstmal nicht viel mit falsch machen. Also alles in allem, bestellt ihn ruhig, kauft einen zweiten RAM dabei und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen. Lasst gerne einen Kommentar da, ein Däumchen nach oben, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Meldet euch gerne mal bei uns im Discord. Bitte nicht persönlich anschreiben, sondern einfach auf dem Server schreiben. Ich lese die Nachrichten ja ständig. Markiert mich einfach, wenn ihr irgendwas auf dem Discord-Server schreibt und dann ist das auch in Ordnung. Ich verlinke euch diesen PC unten in die Beschreibung, den Mindfactory-Warenkorb natürlich auch, den Geizhals-Warenkorb auch und den Artikel zu den WLAN-Standards. Und dann vielen Dank fürs Zuschauen, bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.